Neues Video, Match Tiebreak gegen Henning. Wie das ausgeht, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei. So, Henning ist hier zu Besuch bei uns in Hagen. Wir werden heute mal einen Match-Tiebreak gegeneinander spielen. Wir haben ja letztens schon ein paar Challenges gegeneinander gehabt. Da haben wir noch eine Rechnung offen auf jeden Fall. Das werden wir jetzt hier für euch aufnehmen. Match-Tiebreak bis 10 und nach jedem Punkt werden wir nochmal taktische Marschrouten an die Hand geben bzw. das erzählen, was wir machen wollen im nächsten Spielzug oder im nächsten Punkt. Ob das so hinhaut, werden wir dann auch sehen. Henning? Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein, ne? Meinen persönlichen Intensivkurs jetzt beim Patrick hier zu haben. Freue mich auf das Match. Wie gesagt, die Rechnung ist noch offen. Für mich ein ungewohnter Untergrund. Werde mich versuchen, so schnell wie es geht hier dran zu gewöhnen. Ja, und dann wünsche ich uns viel Spaß. Möge der Bessere gewinnen. Absolut. Und jetzt, damit das auch alles mit der Richtigkeit hier abläuft, wird gedreht, ja? Richtig oder falsch? Richtig ist... Richtig ist, wo Japan richtig steht. Okay, dann nehme ich richtig, ja, korrekt. Okay, drehen wir mal hier. Als Beweis. Oh, ist richtig. Ja, dann würde ich mit Aufschlag beginnen wollen. Alles klar. Gutes Match. So, Leute, es geht los. Ja? Ich habe ja gerade die Wahl verloren. Das heißt, ich werde jetzt retournieren. Ich weiß nicht, wie Henning spielt. Ich weiß es nicht ganz genau. Er hat gerade beim Aufwärmen gute Aufschläge gemacht. Erstmal gucken, dass ich ein, zwei Bälle reinspiele. Und dann natürlich habe ich den Heimvorteil, weil ich die Halle kenne. Ich weiß, wie der Belag ist. Und dann gucke ich mal, dass ich so schnell wie möglich in den Ballwechsel reinkomme und den dann auch beenden kann. Mal schauen. Okay, 1-0. Ich muss versuchen natürlich jetzt als Linkshänder ihn so früh wie möglich auch wieder auf der Rückhand zu halten. Deswegen auch nochmal Rückhand Longline, wichtiger Schlag für mich heute. Und so früh wie möglich auch ans Netz und ihn unter Druck zu setzen. Ich werde jetzt auch klassisch starten, Slice nach außen, Feld öffnen und möglicherweise die Rechtswerfen-Volley spielen. Los geht's. Wie ihr gesehen habt, ein kurzer Punkt, das ist wirklich mein Heimvorteil hier, weil die Halle so schnell ist mit dem Slice nach außen, da muss man erstmal mit klarkommen. Also, und jetzt geht's weiter, ich werde auch sehr viel Slice aufschlagen, ersten Ausschlag werde ich erstmal rauslassen, ich werde erstmal durch die Mitte gehen jetzt, auf die Rückhand und dann gucken, mit dem Folgeschlag direkt Druck zu machen. Ich slice durch die Mitte, gut platziert, kam mal wieder schlecht ran, ist wirklich jetzt ein bisschen Gewöhnungsphase auch für Henning. Kann man verstehen, dass es schwer jetzt fällt, ins Spiel reinzufinden. Jetzt Aufschlag von der Vorteilseite, heißt für mich, ich werde erstmal gucken, dass ich cross reinkomme auf seine Rückhand wieder und dann den Punkt darauf aufbauen. Also Return hat eigentlich so geklappt, wie ich ihn haben wollte, bisschen zu kurz geworden. Gut Longline gegangen von Henning, dann mit der Rückhand, kam ich nicht mehr raus aus der Ecke. Und so ist es halt in der Halle. Wenn einmal einer vorne am Netz ist, dich unter Druck setzt, super, super schwer wieder da rauszukommen. Jetzt, ich schätze mal, er wird wieder nach außen aufschlagen mit dem Slice. Bereite mich schon ein bisschen darauf vor, komm wieder in die Rallye, eher Return mittig und dann wieder Punkt aufbauen. Okay, Return wie geplant durch die Mitte. Fehler von Henning, Stoppball zu spielen in der Halle hier. Das macht bei uns, gerade weil die Halle so schnell ist, weniger Sinn. Dann war der noch nicht gut, kam ich in die Rallye rein. Mein Angriffsball zwar auch nicht sehr gut platziert, aber hat gereicht. Volley weggedrückt. Jetzt für mich wieder Aufschlag von der Vorteilseite. Boah, Luft bleibt mir weg. Ich werde wieder mit dem Slice nach außen gehen oder ein bisschen zentraler auf den Körper, so, damit der sich gar nicht an die Treffpunkte gewöhnen kann. Und dann in die Folgeschlag in die freie Ecke. Der Aufschlag ein bisschen zentraler diesmal, der Slice. Konnte sich immer noch nicht richtig dran gewöhnen. Den Ball nicht gut getroffen. Einfacher Punkt wieder für mich jetzt. Service Winner. Und jetzt gucke ich mal, dass ich auch wieder durch die Mitte bleibe auf die Rückhand, weil ich glaube, das ist jetzt das Beste, was ich machen kann. Wenn etwas läuft, warum soll ich so stark variieren? Deswegen bleiben wir mit dem Slice durch die Mitte und eröffne so den Punkt über die Rückhand. Aufschlag war nicht so hundertprozentig, wie ich ihn gewollt habe. Danach
der Folgeschlag, eigentlich muss das mein Punkt sein, da habe ich ein bisschen zu sehr übertrieben, habe den Ball dann auch nicht ganz sauber getroffen, dann ist er leicht ins Ausgegangen. Einfacher Fehler, Konzentrationsfehler, aber egal, weiter geht's. 5-2 jetzt gerade für mich, gucken, dass ich weiter dranbleibe, in Führung bleibe und dann wird es schon. Richtig, richtig starker Aufschlag von Henning. Habe ich ein bisschen Glück gehabt, war reflexartig dann zurückgespielt. Geht lang rein, der ist natürlich dann tot für Henning. Den muss er wieder von vorne aufbauen. Trifft mich einmal gut auf der Rückhand. Aber das ist wieder dieses Spiel, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich jemanden habe, der stark aufschlägt, erstmal zwei Bälle vielleicht reinbringen, damit man ein bisschen ins Match reinkommt. Und jetzt ist sogar der Fehler gekommen von Henning. Deswegen weiter geht's. Ich werde jetzt wieder aufschlagen. Nee, beziehungsweise ich retourniere jetzt wieder von der Einstandseite. Ich gucke mal, dass ich vielleicht mit dem Return jetzt direkt auf seine Rückhand komme und darüber Druck mache. Ja, Doppelfehler, braucht man nicht viel zu sagen. Nehme ich gerne mit. Ist natürlich ärgerlich für Henning an dieser Stelle. Ich werde jetzt wieder weitermachen. Ich spiele mein Spiel als Linkshänder einfach durch. Ich mache jetzt wieder den Slice nach außen. Ich spiele mal Surf und Volley jetzt und dann schauen wir mal, wie Henning darauf reagiert. Genau, wie gerade gesagt, Slice nach außen. Ich habe komplett das Tempo rausgenommen. Ich habe alles in den Slice rein investiert, um das Feld möglichst weit zu öffnen, den Treffpunkt beim Return für Henning möglichst schwer zu machen. Nach vorne gekommen, damit natürlich auch nochmal unter Druck gesetzt und so den Unforced Error oder Forced Error dann natürlich herausgearbeitet oder erzwungen. Jetzt geht es weiter für mich. Ich werde jetzt mal etwas gerade aufschlagen durch die Mitte, mal ein bisschen Variabilität reinbringen, nicht, dass er sich jetzt an den Slice gewöhnt und dann geht es weiter. Idealerweise wieder über die Rückhand und dass ich dann nach vorne komme, so schnell wie möglich. Also Aufschlag eigentlich gelungen, so wie ich mir vorgestellt habe. Return kam dann natürlich gut zurück. Das ist immer die Schwierigkeit. Ich sag mal, wenn ich einen geraden Aufschlag habe und der Spieler trifft den Return richtig gut, der kommt natürlich mit der gleichen Geschwindigkeit wieder zurück. Da war ich jetzt ein bisschen überfordert, was die Beinarbeit angeht. Habe es nicht geschafft, mich gut zu stellen. Dann kommt der Fehler und jetzt steht es 8-3. Ist immer noch eine komfortable Führung. Das heißt, eigentlich brauche ich mir da gar keine Sorgen zu machen. Aber jetzt wieder konzentriert dranbleiben. Vielleicht bei den nächsten Aufschlägen wieder ein bisschen mehr über den Slice gehen, dass er wirklich über diesen Teppich hier, über diesen Belag, den er nicht kennt, die Fehler macht oder die schlechten Treffpunkte hat. Okay, an dieser Stelle den Aufschlag von Henning würde ich jetzt nicht taktisch als sinnvoll erachten, hier Kick aufzuschlagen. Also der Kick wird hier sowieso sehr schwach angenommen. Ich habe viel Zeit, ich kann Druck machen. Das heißt, ich würde eigentlich an seiner Stelle eher hergehen, mehr auf Slice aufschlagen. Mit dem Kick gibt er mir eigentlich gute Möglichkeiten, den Punkt zu dominieren. Jetzt für mich nochmal gucken, wie er gleich aufschlägt. Ich werde mal gucken, dass ich dominant spielen kann. Ich mache mal jetzt einen Chip and Chart. Einfach mal nur, weil ich jetzt führe, weil ich es mal kann jetzt. Okay, so viel zum Thema Chip und Chart. Warum hat er jetzt keinen Kickaufschlag gespielt? Jetzt kam genau das Ass durch die Mitte, konnte ich gar nichts machen. Ich glaube, wenn ich hinten stehen geblieben wäre, wäre auch schwierig gewesen für mich. Von daher alles verdienter Punkt. Jetzt für mich zweiter Matchball. Ich werde mal gucken, dass ich das ganze Ding beende. Ich mache auch nochmal was außerhalb der Norm jetzt. Ich spiele mal ein Ass jetzt durch die Mitte. Erster Aufschlag komplett misslungen, ganz falsch getroffen den Ball. Dann beim zweiten Schlag war ich ein bisschen zu sehr in der Luft. Da muss ich ein bisschen mehr aus den Beinen machen, ein bisschen bessere Kontrolle haben aus dem ganzen Körper. Ich spiele das Ding jetzt zu Ende. Slice-Aufschlag durch die Mitte, hol mir den Punkt. Ganz easy, ganz basic und dann haben wir das Ding. Okay, letzten Punkt nochmal ganz klassisch. Slice durch die Mitte, Treffpunkt schwierig machen für Henning und jetzt kam der erzwungene Fehler sozusagen dadurch, das heißt, da war der Sieg. Jetzt besprechen wir das Ganze nochmal hier eben auch im Anhang direkt. Ne? Also ich habe auch gerade schon immer gesagt, wo wir jetzt die Punkte besprochen haben vorab, dass es für dich ja unheimlich schwierig ist, jetzt hier in der Halle gerade auf den Slice klar zu kommen. Deswegen habe ich das die ganze Zeit gespielt. Ich habe ja gemerkt, die Treffpunkte für dich sind schwierig, der treibt dich raus. Du kannst das nicht so einschätzen, weil du einfach nicht die Halle gewöhnt bist. Ja. War tatsächlich so, habe ich auch öfter auch bei mir tatsächlich gesagt. Hatte oft, fand ich, das richtige Gefühl, was du machst, aber dass dann manchmal auch mal
ja, auch ein blödes Gefühl zu wissen, was kommt, es aber nicht verhindern zu können, weil du es einfach gut gespielt hast, ne, den Vorteil über die Halle hast und natürlich auch nochmal Vorteil Linkshänder. Das muss man einfach klar nochmal sagen. Deine Zone hier, du kennst ja gefühlt jeden Millimeter in der Halle, war sehr schwer und ich habe gemerkt, wenn ich, sobald ich zu kurz bin, sobald ich passiv bin, bist du sofort aggressiv gewesen und hast dann auch in meiner Schwächephase dann auch Stärke gezeigt. Das war gut, hast gut gespielt. Danke dir, danke dir. Ja, also wie gesagt, ich fand es an manchen Stellen, habe ich nicht verstanden, warum du Kickaufschlag gespielt hast als erstes, weil... Ich habe ja auch einen Doppelfehler gemacht, ich wollte erstmal schauen, dass ich auf große Ziele wieder reinkomme. Mhm. Normalerweise springt bei uns zumindest auch der Ball etwas höher ab. Ich hatte gedacht, dass er hier ein bisschen höher abspringt, der Kickaufschlag, dass er mit mehr Probleme hast. Wollte eigentlich, mein Ziel war es, so ein bisschen in deinen Körper da oder auf deinen Körper zu kommen, dir keine Seite so wichtig haben, dass du nicht weißt, wo du hin musst. Aber eigentlich wusste immer, wo du hin musstest. Das war, der Kickaufschlag war sicherlich jetzt kein Mittel. Aber so ein Match-Tiebreak in der Regel, wir spielen jetzt ja heute nur ein Match-Tiebreak, in der Analyse über den ganzen Satz, auf einmal steht 6-6 und wir spielen Tiebreak oder wir haben zwei Sätze gegeneinander gespielt, dann weiß man das wahrscheinlich schon eher, als wenn man jetzt, sag ich mal, wir haben Mini-Duelle gegeneinander gespielt, jetzt ein Match-Tiebreak gegeneinander gespielt. Da muss man noch mehr Informationen aufsammeln und das war jetzt in der Kürze der Zeit, war es für dich, hast du es besser umgesetzt. Ja. Okay, also eigentlich nochmal das auch, was Henning gesagt hat. Ich habe es versucht, möglichst klassisch zu halten, wie ich spiele. Ich glaube, jeder, der meinen YouTube-Kanal schon mal gesehen hat, der weiß auch, was ich spiele. Das ganze Spiel war das eigentlich sehr leserlich. Ich sag's ja auch immer. Und wie gesagt, also Match-Tiebreak in der Kürze der Zeit jetzt. Klar, man kann sich nicht so gut einstellen. Wenn wir jetzt einen ganzen Satz spielen würden, würdest du wahrscheinlich noch ein bisschen besser auch in die Halle hier reinfinden, ein besseres Gefühl dafür haben. Müssen wir mal machen. Ja? Kommt auf die Agenda auf jeden Fall. Ja, wenn ihr das sehen wollt, Daumen nach oben. Und auf jeden Fall hier bei Henning ein Follow da lassen oder ein Abo da lassen. Und wir haben noch ein nächstes Duell vorbereitet. Das können wir ja schon so ein bisschen ankündigen. Es wird nicht mit den normalen Schlägern sein. Ja, es wird was anderes sein. Also seid da gespannt. Das kommt jetzt auch gleich. Wir werden es gleich als nächstes spielen. Und genau, hast du noch was, Henning? Nee, erstmal vielen Dank erstmal für die Einladung wieder, dass wir hier sein oder hier sein kann. Mit dir das hier aufzunehmen, macht großen Spaß und freue mich, dass wir weiter Tennis-Content für euch natürlich auch zu Hause liefern können. Und macht großen Spaß, freue mich drauf. Perfekt, dann wie immer Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video dann auch nochmal mit Henning. Bis dahin.